Ja, danke schön. Ich habe das Spiel halt so gesehen, dass für uns natürlich erstmal eine harte Aufgabe war, nach Oerdingen zu fahren. Die Jungs sind es ja nicht gewohnt, in so einem Stadion zu spielen, und das ganze Drum und Dran muss man natürlich erstmal verkraften, das ist klar. So sind wir auch ins Spiel gestartet, etwas ja, schleppend, und wir haben eigentlich die erste Halbzeit auch nicht so viel zustande gebracht. Wir haben uns mehr auf die Defensive beschränkt, aber das haben wir, denke ich mal, gar nicht so schlecht gemacht, weil wir ja auch wissen, wir fahren hier nach Oerdingen, und da kann man nicht von Anfang an versuchen, nach vorne zu spielen. Da muss man erstmal aus der sicheren Deckung heraus spielen, und das haben wir eigentlich nicht schlecht gemacht. War dann natürlich so, dass ich denke mal, Oerdingen hatte bis dahin, bis zum 1-0, auch nicht so viele Tormöglichkeiten. Ein Kopfball, so wie ich mich erinnern kann, der drüber ging. Aber dann hat der Höfler natürlich ein Riesentor gemacht. Und dann wird es natürlich schwer, weil dann musst du aufpassen, dass du nicht das zweite und das dritte sofort bekommst, weil dann könnte es halt auch ja, ein bisschen übler werden. Aber wir haben das gut weggesteckt, sind mit dem 1-0 in die Halbzeit und haben dann so nach und nach in der zweiten Hälfte einfach auch etwas mehr Initiative ergriffen. Und ja, man hat dann zum Schluss gesehen, was vielleicht alles möglich gewesen wäre. Haben natürlich auch ein Riesentor gemacht, haben in der einen oder anderen Szene mit Sicherheit Glück gehabt. Die brauchst du einfach, wenn du, denke ich mal, hier in Oerdingen spielst, dass du die eine oder andere Szene überstehst. Torhüter das eine oder andere gut noch pariert und gehalten. Wenn wir dann und könnten noch das 1-1 etwas länger über die nächsten Minuten retten, dann hätten wir vielleicht auch hier was mitgenommen. So was unterm Strich dann zu früh der 2-1-Treffer, und ja, dann ist es halt sehr schwer. Wir haben uns zwar sehr bemüht, haben letztendlich, denke ich mal, auch ein ordentliches Spiel gemacht für unsere Verhältnisse, aber leider unterm Strich dafür nicht belohnt worden. Das war's. Dankeschön. Ja, viele haben ja im Vorfeld gedacht, das wird hier ein leichtes Spiel für uns. Ich habe von vornherein gesagt, Freunde, seid vorsichtig. Wir sind Aufsteiger, Erntebrück ist Aufsteiger, beide können Fußball spielen. Und das hat das Spiel auch gezeigt. Wir haben sicherlich hochverdient gewonnen, aber wir sind ganz fahrlässig mit unseren Torchancen umgegangen. Wenn man dann dickste Chancen vergibt, so wie Höfler geht alleine aufs Tor zu Schlitz und Teckern, der macht mir nicht rein. Das sind natürlich Dinge, die musst du mitnehmen, um dann nicht noch in die Gefahr zu kommen, so ein Spiel unentschieden zu spielen oder zu verlieren. Wir haben ja sehr, sehr gut angefangen, muss ich sagen. Wir haben richtig gut gespielt, gut in der Aufteilung, aggressiv in der Balleroberung, haben viele Bälle erobert, sind aber nicht so richtig im Rücken des Gegners gekommen. Und dann kam der erste Bruch, nachdem Kosisaka raus musste, der bis dahin ein überragendes Spiel gemacht hat. Dann kam ein Bruch in unser Spiel, und dann fehlte im Zentrum der Druck auf den Gegner. Insgesamt hätten wir viel früher hätten wir das 2-0 machen müssen, dann kriegen wir das Ding ja auch höher nach Hause. Auf der anderen Seite ist es so, der Gegner hat in seinen Möglichkeiten alles gegeben, das ist ganz klar. Und das haben sie auch so schlecht gar nicht gemacht. Das Tor, ja gut, wenn ihr das im Kasten habt, dann ist das, schickt das da zur ARD, dann gewinnt der Tor des Monats, ist doch klar. Ne? Dann mache ich auch unserem Torwart keinen Vorwurf, weil der Ralf Kessler und ich, wir haben beide gesagt, da musst du normalerweise applaudieren, wenn einer so ein Tor schießt. Das war überragend. Gut, für uns ging es dann nachher darum, den Hebel wieder umzudrehen. Das haben wir gemacht mit dem 2-1. Der Gegner hat dann natürlich alles in die Waagschale geworfen, hat relativ offen gespielt. Das müssen wir besser zu Ende spielen. Auf der anderen Seite, bei Ecken oder bei Einwürfen, kamen wir ein bisschen unter Druck. Insgesamt hatte ich keine große Torchance für Erntebrück gesehen, bis auf das Tor, das ja an sich keine Torchance war, sondern ein überragendes Tor von dem Spieler. Und wir müssen dann arbeiten. Wir hatten dann auch in der zweiten Halbzeit nochmal so 15 Minuten Leerlauf, wo wir nicht mehr präsent waren, wo ich einige Spieler auch nicht mehr gesehen habe. Das müssen wir besser machen, das können wir besser, und wir müssen vorne effektiver spielen im Torabschluss. Überragende Laufleistung und Spielleistung muss man wieder bescheinigen, Jochen Höfler, und natürlich Krämer, ein Riesenspiel gemacht, im Riesenlaufpensum, Chapeau.
Gut, jetzt unterm Strich, wir haben die 3 Punkte letztendlich verdient, aber da, wo noch Sand im Betriebe ist, da müssen wir dran arbeiten, da dürfen wir nicht denken, wir werden Weltmeister. Das ist noch ganz, ganz, ganz viel Arbeit und wir sehen, die Liga ist gut, die ist ausgeglichen, da gibt es keinen leichten Gegner und da müssen wir uns alle mit auseinandersetzen und dann werden wir uns auch wieder verbessern.